Ja, willkommen zum neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute mit einem etwas spezielleren Thema, und zwar haben wir heute den Kryptohopper. Der Kryptohopper ist ein Tradingbot für Kryptowährungen, und da hatte ich im Januar hatte ich da mal einen Artikel geschrieben auf meiner Homepage zu einem 30-Tage-Test, und da habe ich dann doch die ein oder andere Anfrage bekommen, dass ich doch da gerne mal ein Video zu machen soll und das Ganze mal erklären soll, und das holen wir heute auf jeden Fall nach. Und das Ganze machen wir in einer kleinen Videoreihe, und zwar fangen wir jetzt heute an mit den Basiskonfigurationen und mit dem Kryptohopper an sich. Dann machen wir nochmal ein Video zu den Signals und ein Video zu Strategien. Ja, fangen wir heute erstmal an mit der Basiskonfiguration. Dazu gehen wir erstmal auf kryptohopper.com. Da könnt ihr gerne auch den Link in der Videobeschreibung nutzen. Das ist ein Reflink. Da habe ich also auch etwas von. Wenn ihr den nutzt, aber wenn ihr den nicht nutzen möchtet, könnt ihr auch einfach auf kryptohopper.com gehen und euch einen Account machen und einloggen. Und dann seid ihr schon hier im Dashboard. Ja, fangen wir erstmal an mit dem Dashboard, gucken uns das einmal an, was es wo zu sehen gibt. Da fangen wir erstmal ganz oben an. Hier gibt es die Open Orders. Das sind quasi offene, nicht ausgeführte Orders, die gerade aktuell auf der Exchange anliegen. Dann haben wir hier die Open Positions, also was ich gerade gekauft habe. Hier seht ihr zum Beispiel, ich habe den Bot vor ungefähr 7 Stunden nochmal für euch aktiviert jetzt hier wieder. Und der hat jetzt vor 7 Stunden Tron gekauft, 4.394 Stück zum Bitcoin-Wert von 0,02 Bitcoin, ist aktuell 1,5% im Minus, und ja, wie gesagt, 7 Stunden her. Hier könnt ihr dann, wenn ihr auf Info klickt zum Beispiel, ich klicke jetzt mal hier bei ZRX drauf, so, was haben wir denn hier? Hier haben wir auch nochmal die Übersicht, die ihr hier auch schon gesehen habt, also was, wo, wie gekauft wurde und welcher Trigger das war. Das war jetzt zum Beispiel meine Strategie. Dann könnt ihr theoretisch das Ganze auch hier rüber verkaufen. Also ihr müsst jetzt nicht warten, bis irgendeine Bedingung erfüllt ist. Ihr könnt jederzeit auch selbst verkaufen. Hier könnt ihr nochmal gucken, wie euer Take Profit ist, wie euer Trading Stop Loss ist, wie euer Stop Loss ist und ob ihr die Position zum Beispiel nach einer gewissen Zeit automatisch beenden möchtet. Für die Leute, die gerne selber Strategien entwickeln und sich das Ganze mal angucken möchten, unter welchen Voraussetzungen das Ganze gekauft worden ist, die können unter TA sich das Ganze nochmal angucken. Ich nutze aktuell diese beiden Werte hier, da kommen wir aber gleich noch zu, können sich dann hier die ganzen Werte anschauen und kann man auch genau sehen, welcher Coin zu welchem Wert gekauft wurde, und darauf kann man dann Rückschlüsse ziehen nach gewisser Zeit, ob eine gewisse Taktik funktioniert oder nicht. Wobei es natürlich auch immer von der Gesamtsituation abhängt. Also wenn jetzt der Bitcoin steigt, geht natürlich tendenziell alles nach oben. Wenn der Bitcoin sinkt, teilweise auch sehr stark sinkt, dann geht natürlich auch erstmal alles in den Keller. Da ist die technische Analyse immer so ein bisschen fragwürdig, vor allen Dingen bei den kleineren Coins. Ja, nichtsdestotrotz kann man das alles hier einstellen. Hier dann auf der, dann gehen wir erstmal runter. Hier seht ihr noch die Summary, was ich gerade an Coins halte. Das sind die Open Positions, die ich gerade habe. Also ich habe jetzt aktuell, kann man hier oben gucken, ist mein Wert 0,23 Bitcoin auf der Exchange, und davon habe ich jetzt quasi 0,18 in Coins investiert. Habe also noch einen Puffer, könnte theoretisch noch, jetzt der Bot kann also noch weitere Coins kaufen. Mein aktuell bin ich 0,31% im Minus. Die durchschnittliche Haltedauer ist 5 Stunden. Gut, habe erst vor 7 Stunden wieder angefangen. Es sind 8 Positionen offen. Und ja, dann hier die letzten Trades. Da habe ich dann gestern Abend mal, wo ich das Ganze wieder vorbereitet habe, meine alten Trades hier, die ich auf der Exchange liegen hatte, alle in Bitcoins getauscht und das Ganze vorzubereiten. Dann haben wir hier nochmal quasi so ein Log-File, wo man genau sehen kann, was passiert ist. Dann hier weiter unten gibt es nochmal ein Signal-Output, da kommen wir auch später zu, da kann man genau sehen, ja, welches Signal zuletzt aktiviert wurde. Und dann gehen wir mal auf die rechte Seite. Hier, wie gesagt, kann man im Prozentwert sehen, wie weit man im Plus oder Minus ist. Hier kann man den Hopper quasi komplett deaktivieren, kann nur das Kaufen deaktivieren oder das Verkaufen deaktivieren. Wenn jetzt zum Beispiel der Bitcoin anfängt, sehr gut zu steigen, macht es vielleicht auch mal Sinn, das Selling zu deaktivieren, weil generell dann tendenziell der ganze Altcoin-Markt hochgeht. Und wenn der Bitcoin sehr stark sinkt, dann macht es vielleicht auch mal Sinn, eine gewisse Zeit das Kaufen zu deaktivieren, weil, wie gesagt, dann der Markt allgemein runtergeht. Dann haben wir hier
so einen Panic-Button, wenn ich den jetzt drücke, das mache ich jetzt mal nicht, dann würde der automatisch hingehen und würde alles verkaufen hier. Also würde alles in die Open Orders reinhauen und würde versuchen, die zu verkaufen und macht dann automatisch auch den Hopper aus. Also das geht dann aus, das geht aus und das geht aus danach. Dann kann man hier nochmal manuell Coins kaufen. Also ich sage jetzt mal, ich will jetzt Litecoin kaufen. Der Preis ist immer live von der Exchange, also da könnte man jetzt das durchaus so lassen. Man kann aber auch dann theoretisch hier drin rumfummeln und kann sagen, ich möchte nicht so viel bezahlen, wie aktuell am Markt gefordert wird. Kann man machen, kann man hier selbst einstellen. Wir kaufen jetzt zum Beispiel mal ein bisschen Ethereum als Beispiel. Dann hier, das ist voreingestellt in der Config, das können wir gleich nochmal sehen. Ich kann jetzt aber auch einfach mal sagen, ich möchte nur 0,1 Bitcoin ausgeben oder ich möchte genau ein Ethereum kaufen, kann man alles einstellen. Wir kaufen jetzt mal zum Testen mal wirklich ein Ethereum. Dann seht ihr hier oben, müsste jetzt gleich genau die Open Order aufgehen. Und da können wir auch nochmal hier eben reinklicken und können sehen, ja, dass wir ein Ethereum kaufen zum Bitcoin-Wert von 0,032, auf welchem Markt das gekauft wird, ja, und wie alt das Ganze ist. Jetzt warten wir mal eben ab, vielleicht hat dann schon gekauft. Und dann seht ihr hier, aktuell ist jetzt der neue Ethereum-Wert dazugekommen. Ein Ethereum-Wert, wie gesagt, Veränderungen gibt es noch nicht. Dann können wir jetzt hier reinklicken und in der Config, jetzt haben wir natürlich keine technische Analyse hier drin, in der Config sehen wir jetzt gleich die voreingestellten Sachen. Das ist jetzt bei mir, ich habe einen Take-Profit von 5 eingestellt und einen Trading-Stop-Loss von 1,5. Ein Stop-Loss, also wenn der Coin 5% ins Minus geht, stoße ich den automatisch ab. Wenn der Coin 5% ins Plus geht, stoße ich den Coin auch automatisch ab. Und wenn der Coin ab 1,5%, also man kann sich das so vorstellen, wenn der Coin einmal über 1,5% gestiegen ist, dann geht so eine Linie an, das ist der Trailing-Stop-Loss bei der Differenz von 1,5 und 0,2, also 1,3. Und wenn der Coin quasi zurückfällt auf, sag ich jetzt mal, auf 1,29, dann würde der den automatisch auch verkaufen. Wenn der Coin aber jetzt 1,5 steigt, 2 steigt, 3 steigt, 4 steigt und dann nochmal zurückfällt um 0,2%, dann würde ich den bei 3,8 verkaufen. Also hier ist nochmal so eine Möglichkeit, um vielleicht nochmal so ein bisschen was rauszuholen. Kommt aber auch gleich nochmal in den Konfigurationen. Das war es jetzt erstmal kurz so hier. Das war jetzt hier nochmal der manuell Buy-Order-Bereich. Dann geht es hier weiter unten. Current Target, das ist von der Strategie. Schauen wir uns auch noch an. Hier kann man quasi sehen, welcher Coin gerade vom Crypto-Hopper gekauft werden möchte. Also Neo wird jetzt hier als nächstes gekauft. Das sehen wir hier. Und die Werte nochmal, die quasi das Kaufsignal stellen. Dann kann man hier nochmal ein manuelles Target einstellen und hier unten sieht man die aktuellen Assets, also die aktuellen Kryptowährungen, die ich aktuell auf der Exchange habe. Ja, und das ist so quasi das Dashboard. Dann machen wir jetzt weiter mit den Konfigurationen. Ich habe ja gerade schon so ein paar Sachen vorweggenommen. Jetzt gehen wir aber mal in die Konfiguration und zwar hier in die Base Config. So, also wie man quasi den Crypto-Hopper komplett einstellt. Das lädt hier ein bisschen länger als gedacht jetzt gerade. So, also es geht los. Fangen wir mal oben mit General an. Und zwar könnt ihr erstmal den Namen eures Hoppers eingeben. Ich habe den jetzt Binance BTC Hopper genannt. Ob der Bot live ist oder nicht. Also hier könnt ihr einstellen, ob der Bot arbeiten soll oder nicht. Wenn ihr natürlich den Bot noch am Einstellen seid, dann würde ich hier einmal deaktivieren. Dann die Exchange. Aktuell gibt es Poloniex, Kraken, Bittrex, Coinbase Pro, Binance, KuCoin, Cryptopia, Bitfinex und Huobi. Ja, ich habe mich für Binance entschieden. Ich hatte das Ganze auch mal auf KuCoin ursprünglich getestet, aber die Volumen sind auf KuCoin dann doch ziemlich dünn und auf Binance kann man einfach auch ja die besten oder die meisten Altcoins traden und ist einfach die größte Exchange. Also für mich spricht alles für Binance, aber ist wie gesagt euch frei überlassen. Dann könnt ihr hier euren API-Key eingeben. Das Ganze ist von den jeweiligen Exchanges, gibt es auch Tutorials zu. Also hier einfach euren API-Key eingeben. Dann bei Notifications könnt ihr eintragen, ob ihr eine E-Mail bekommen wollt, wenn ein Trade erfolgreich erfüllt wurde oder wenn was nicht geklappt hat. Ich habe es bei mir alles ausgestellt. Dann die Buy-Settings. Hier könnt ihr zum Beispiel eingeben, als Beispiel, wenn jetzt der Coin für 100 Euro gekauft werden sollen würde, dann würde der hier nur 99,80 Euro bieten, als Beispiel jetzt. Also würde quasi 0,2%
unter dem getriggerten Kaufpreis bieten, um nochmal so ein bisschen was rauszuholen. Das kann klappen. Müsst ihr auch selber mal ein bisschen rumspielen. Ich habe es jetzt auf 0,2 mal gesetzt. Funktioniert eigentlich ganz gut. Dann, wie lange die Order offen sein soll. Also wenn jetzt eine Order gestellt wird und die wird nicht erfüllt, dann wird die automatisch nach 10 Minuten wieder gecancelt. Dann maximal Open Positions, also wie viele offene Positionen wir im Portfolio haben möchten. Ich habe es mal auf 50 eingestellt, ist eigentlich so willkürlich, worum es mir gegangen ist. Hier hauptsächlich die Max Open Positions per Coin. Hier könnt ihr einstellen, quasi ihr wollt nur zweimal Ethereum haben, also zwei offene Positionen Ethereum als Beispiel jetzt. Dann könnt ihr das hier einstellen, wenn ihr jetzt hier zum Beispiel den Regler runtersetzt. Dann seht ihr, dass ich mache jetzt zum Beispiel auf 80, ist glaube ich das Maximum. Zumindest jetzt bei dem Hopper, den ich habe, dann könnt ihr hier einstellen, wie viel Prozent ein Coin davon haben soll. Ich habe das jetzt bei mir einfach, also es ist ein bisschen, müsst ihr so ein bisschen fummeln auch. Ich habe das so eingestellt, ich will maximal zwei Positionen von einem Coin haben. Dann only open one buy order per Coin. Das heißt quasi, dass wenn eine offene Order zu einem Coin besteht, die noch nicht geschlossen wurde hier in den 10 Minuten, dann macht der Hopper keinen zweiten Kauf in der Zeit. Ja, dann hier only buy when there are positive pairs. Also hier könnt ihr einstellen, ob der Hopper quasi nur kaufen soll, wenn der Coin, der gewisse Coin gestiegen ist in der Zeit, die ihr hier einstellen könnt. Ich habe es bei mir ausgemacht, weil ich will so ein bisschen antizyklisch kaufen. Also ich kaufe ja über den RSI. Und der ist halt immer, gibt das Kaufsignal, wenn der Coin gerade abgeschmiert ist oder so ein bisschen so einen Dip gemacht hat und dann versuche ich den Dip zu kaufen. Deswegen habe ich das hier ausgemacht. Dann Cooldown, also wenn ein Coin gekauft wurde, zum Beispiel jetzt wieder Ethereum, dann wird dem Hopper für eine Stunde verboten, erneut Ethereum zu kaufen. Also wenn jetzt nach den Bedingungen zum Beispiel die Bedingungen erfüllt sind, der Hopper kauft einmal und die Bedingungen sind dann 10 Minuten später nochmal erfüllt, dann würde der hier jetzt automatisch kaufen. Nach 10 Minuten, aber anhand dieser Einstellung würde der quasi dann eine Stunde geblockt sein und dann könnte der den zweiten Coin kaufen. Okay, dann Coins and Amounts. Kann man hier einmal einstellen, welche Basis man haben möchte. Da gibt es einmal Bitcoin, Ethereum, Tether, Binance Coin, ja, und das andere sind auch Stablecoins, also quasi Bitcoin, Ethereum, Binance Coin oder Stablecoins. Ich habe mich für Bitcoin entschieden, weil ich vor allen Dingen jetzt eigentlich sehr bullish bin. Und wenn jetzt der Bitcoin jetzt irgendwann richtig ansteigt, dann möchte ich irgendwie immer investiert sein. Deswegen kommt für mich eigentlich nur Bitcoin, Ethereum oder Binance Coin in Frage. Beim Tether ist man ja tendenziell immer raus, tradet quasi immer nur in den Bitcoin, in den Ethereum rein und verkauft dann wieder die ganzen und ist dann wieder im Tether-Bereich. Und um das zu vermeiden, habe ich bei mir Bitcoin genommen. Dann kann man hier auswählen alle Coins, die es gibt in der Währung. Also ich könnte jetzt hier auch auswählen Ethereum und dann habe ich alle Paare Ethereum zu. Aber wir bleiben mal bei Bitcoin. Dann sehen wir hier alle, die gegen Bitcoin getradet werden können. Ich habe jetzt aktuell nur den kleinsten Hopper mal gewählt für das Video. Deswegen haben wir hier nur 15 Coins. Beim mittleren kann man, glaube ich, muss ich nochmal gucken, 50 machen oder 30. Und beim größten kann man 75 machen. Also wenn ihr jetzt quasi richtig durchstarten wollt, dann könnt ihr auch den Hero Hopper nehmen und könnt hier 75 Coins eintragen und dann scannt der Crypto Hopper quasi immer diese 75 Coins. Ja, dann habe ich hier eingestellt, wenn ein Kauf getätigt werden soll, dann soll er maximal mit 10% meines Portfolios, also 9,75, das ist wieder so ein bisschen, das muss man immer so ein bisschen hier hin und her schieben, das passt nie so ganz genau. Ah, jetzt habe ich es noch besser hinbekommen. 10% meines Portfolios, also meines Count Values, sag ich jetzt mal, soll der dann kaufen. Also würde ich maximal 10 Positionen aufbauen können. Hier seht ihr schon den errechneten Value aktuell. Wenn ihr natürlich jetzt demnächst um 10, 20, 30, 40, 50 Prozent im Plus seid, dann würde dieser Value hier auch steigen und dann würden eure Positionen noch größer werden. Hier könnt ihr nochmal den Minimum einstellen, also wie viel Minimum gekauft werden soll. So, dann geht's hier weiter mit der Strategie. Die möchte ich so ein bisschen ausklammern, da würde ich ganz gerne dann im nächsten Video mal ein ausführliches Video zu machen, weil da gibt es echt viel zu sagen zu. Ich kann ja euch einmal aber, wenn ihr das euch mal abschreiben wollt, einmal hier durchscrollen, damit ihr das mal so kopieren könnt, wenn ihr möchtet. Könnt ihr das Video ja kurz anhalten. Ja, da machen wir wie gesagt ein extra Video zu. Hier kann man quasi einstellen, erstmal so ganz grob, zu welchen Bedingungen quasi der Crypto-Hopper kaufen soll. Und hier könnt ihr auch einstellen, ob es Signals Only gibt, also ob der quasi durch externe Signale nur kaufen soll. Wie gesagt, da machen wir auch ein Video zu. Dann gibt es hier weiter mit Trading Stop Buy.
Das ist quasi, wenn ein Trigger ausgelöst wird, ein Coin soll für 100 gekauft werden und er fällt dann aber weiter in 99, auf 98 und auf 97, dann würde dieser Trading Stop Buy hier versuchen, den Coin immer im Dip zu kaufen. Also wenn ich jetzt quasi sagen würde, Trading Stop Buy Percentage, dann würde der jetzt, wenn der Coin bei 100 gekauft werden soll, erst kaufen, wenn der Coin wieder um 1% steigt. Wenn der Coin theoretisch jetzt mal, ist natürlich in der Praxis nicht so, wenn der Coin dann weiter fallen würde auf 90 zum Beispiel und würde dann wieder anziehen auf 91, dann würde der Coin erst bei 91 gekauft werden. Im Gegenzug ist es aber so, wenn der Coin schon am Steigen ist eventuell und man möchte bei 100 kaufen, dann steigt er natürlich auch weiter und dann würde man im schlechteren Fall bei 101 kaufen und hätte schon 1% verschenkt. Deswegen ist auch so eine Sache, ich habe es bei mir erstmal aus, weil ich hatte damit jetzt nicht so unbedingt gute Erfahrungen gemacht. Aber kann man ja auch nochmal testen. Das war es erstmal schon zu den Buy-Settings. Dann geht es weiter mit den Sell-Settings. Hier kann man einstellen einen festen Take-Profit. Also wenn der Coin von 100 auf 105% gestiegen ist, dann, also mit 5% Gewinn, wird er automatisch abgestoßen. Wieder Max Open Time Sell, also wie lange die Open Order stehen bleiben soll, bevor der wieder abgebrochen wird und neu reingesetzt wird. Dann kann man hier einstellen, dass man zum Beispiel generell immer ein bisschen mehr haben möchte, auch im Prozentwert. Wenn der Coin jetzt aktuell wieder 100 wert ist und man trägt hier 1 ein, dann würde die Verkaufsorder 101 sein zum Beispiel. Also 1% oder 0,1%. Dann die Sell-Strategie. Es gibt auch die Möglichkeit, analog zur Buy-Strategie eine Sell-Strategie anzuschalten. Also es gibt ja hier, ich gehe mal ganz kurz da rein, es gibt ja hier beim RSI zum Beispiel einen Überkauft- und Überverkauft-Wert und wenn der Wert jetzt unten ist, dann ist der überverkauft. Und dann würde der jetzt hier, das wäre jetzt hier das Kaufsignal. Wenn der RSI überkauft ist, dann wäre das hier ein Verkaufssignal. Es kann aber sein, dass der Coin durchaus dann noch ein paar Prozent macht. Deswegen halte ich so von Verkaufssignalen anhand einer festen Strategie eigentlich relativ wenig. Man kann es ja ganz gut abfangen durch den Trading Stop Loss, das zeige ich euch gleich. Deswegen habe ich hier die Sell-Strategie komplett deaktiviert. Ja, dann Stop-Loss, das ist auf jeden Fall sehr wichtig, den zu aktivieren. Wenn der Coin um 5% fällt, dann möchten wir den auf jeden Fall abstoßen und dann lieber nochmal einen anderen kaufen und dann ist die Strategie in dem Fall gescheitert. Man stößt den Coin mit 5% Verlust ab, um nicht halt später mal auf 20, 30 oder 40% runterzusacken. Das ist auf jeden Fall wichtig, um die Verluste zu minimieren. Kann man auch geringer einstellen. Ich habe jetzt 5% bei mir eingestellt, um dem Coin auch so ein bisschen Luft zum Atmen zu geben. Also er soll ja, ne, ist ja, die Volatilität ist immer da und der Coin soll aber auch, wenn er bei minus 3% ist, kann es durchaus vorkommen, dass er dann wieder hochgeht. Ein bisschen Abstand sollte man immer halten, also den Wert jetzt nicht unbedingt auf 0,1 setzen oder 0,5 oder so, dann habt ihr nur Verluste, weil jeder Coin schwankt so ein bisschen und deswegen so ein bisschen Abstand sollte man hier halten. Ich habe mit 5% eigentlich bis jetzt so ganz gute Erfahrungen gemacht. So, dann kommen wir jetzt zum Trading Stop Loss. Das ist quasi das, was ich eben meinte mit der Absicherung als Alternative zur Sell-Strategie. Und zwar, wenn der Coin, wie gesagt, um 1,5% gestiegen ist, dann würde dieser Mechanismus hier aktiviert werden, dass er quasi dann tendenziell bei 1,3% verkaufen würde, wenn der Coin wieder runterfällt vom Wert her. Wenn der Coin aber weiter steigt, dann steigt auch diese Linie in dem Abstand. Also wenn der Coin jetzt steigt auf 2%, dann ist der potenzielle Verkaufspreis bei 1,8%. Wenn er auf 4% steigt, dann wäre er bei 3,8% und wenn er auf 5% steigt, dann würde er ja automatisch den Take Profit nehmen. Ja, hier könnt ihr nochmal einstellen, ob ihr das nur in das benutzen wollt. Ich habe das jetzt bei mir nicht gemacht, weil das kann ja auch mal ein bisschen, ja, ist aber auch Geschmackssache. Ich habe es von mir nicht gemacht, ist ausgestellt. Dann Reset Stop Loss After Failed Orders habe ich auch mal aktiviert. Only Sell with Profit. Also er soll jetzt nicht diesen Stop Loss hier, wenn das jetzt gering eingestellt, der Coin droppt so ein bisschen in den Keller, hat den Verkaufspunkt so ein bisschen verpasst. Der Coin ist quasi bei 0%. Der wird nicht verkauft, weil wenn man zu hoch ist mit dem Verkaufspreis, dann würde der automatisch danach wieder, wenn man das hier deaktiviert hat, eine Verkaufsorder machen, die im Minus ist. Um das zu verhindern, haben wir hier Reset Stop Loss After Failed Orders an, aber Only Sell with Profit auch an. Das ist wichtig. Ja, Auto Close kann man einstellen, ob der Coin oder die Position automatisch nach x Tagen geschlossen werden soll oder nach Stunden auch.
Das wollen wir natürlich nicht. Shorting-Settings sind im Crypto-Hopper eigentlich nicht sinnvoll, weil es kein echtes Shorting ist. Man verkauft, man hat den Coin quasi gar nicht, man hat den nur virtuell hier. Das ist eigentlich, ich will nicht sagen Quatsch, aber das könnt ihr euch sparen, da braucht ihr euch keine Gedanken zu machen. Und Dollar-Cost-Averaging sollte man auch, das ist ja quasi, dass man, wenn der Coin sinkt, dass man sich dann nochmal mit einer doppelten Position nachkauft. Also ich sag mal jetzt wieder das Beispiel, der Coin hat 100 Euro Wert, sinkt auf 90, man kauft dann nochmal zwei Coins nach zum Preis von 90 und hat dann den Verlust dann ein bisschen minimiert, den Gesamtverlust. Aber das ist natürlich, wenn der Coin dann noch weiter sinkt, ist das natürlich exponentiell der Verlust auch dementsprechend höher. Deswegen Dollar Cost Averaging würde ich die Finger von lassen. Ja, das waren so die Basiskonfigurationen. Ich hoffe, das war für den Anfang schon mal nicht zu kompliziert. Deswegen würde ich euch nochmal die nächsten Videos ans Herz legen. Im nächsten Video schauen wir uns einmal die Strategien an. Und im übernächsten Video schauen wir uns einmal die Signals an. Ich lasse den Bot jetzt wie gesagt laufen. Im nächsten Video seht ihr dann schon so ein bisschen, wie es läuft und was gut läuft und was nicht gut läuft. Ja, können wir so ein bisschen zusammen gucken. Dann hoffe ich, hat euch das Video gefallen. Ich freue mich auf eure Kommentare und auf einen Like. Gerne. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Vielen Dank. Tschüss.